Einen wunderschönen Sonntagmorgen da draußen und schön, dass ihr dabei seid. Tobi Eye Tracking meldet sich ja auch, ich glaube, aber das hört ihr nicht. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist Sonntag, endlich. Bald ist wieder Montag, ne? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, jetzt hat sich Tobi auch ausgeschaltet. Sehr gut. So, ich gehe jetzt auch in den Discord. So, im Discord bin ich schon. Im Live kommt bestimmt gleich der Minimi. Der hat hier alles im Blick, was auf der Grünfelder Land passiert. So. Kurz beruhigen lassen. So, Kaffee trinken. Das ist irgendwie, ne? Die FPS ist noch unten. Mal gucken, was hier alles im Weg steht, aber eigentlich alles. FPS jetzt langsam beruhigt ist. Packen wir das hier rüber mit zu Schmiermitteln. Ach, der Trabi ist weg. Warum ist der Trabi weg? Ach, der ist wahrscheinlich hingefahren. So. Da. Okay, dann haben wir das. So, jetzt ist die Frage, warum fährt er nicht mehr? Ja, schon mal Saliermittel auffüllen. Okay. Was heute schwerpunktmäßig würde ich gerne das Maisfeld vorbereiten. Gucken, ob es klappt. Jetzt hier ist Saliermittel. Genau, der soll ich jetzt so. Tanken, das ist okay. Ist ja da. Und der könnte eigentlich schon mal mit Sicherheit wieder mähen. Schilder haben Kollision, da muss man aufpassen. Oh, so, hier können wir wieder sagen, Wiese mähen 10 Meter am ersten Wegpunkt umgib ihn. Der soll fahren. So, der ist ready. Was machen die hier? Scheinen beide für dich zu sein, oder? Ersten Wegpunkt. Nochmal den. Können wir erstmal lassen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Trucker-Opa. Ist mein alter Trabi, der ist unter dem Abdach, damit er nicht rostet. So. Ja. Ist das das? Kann man den fahren? Der kann hier komplett zurück. Der hat außen aufgeräumt. Okay. Mit dem mal hier zu. Motor an. Kann er sich zusammenklappen? Und dann fahren wir den hier zum Kuhhof Parkplatz 1.
Futtermischer. Will ich mal gucken, wie viel da drin ist. Ich vermute nämlich schon fast genug. Bunker. Ne, Gras kann rein. Stroh ist Platz. Brauchst du Stroh? Soll ich dir welches liefern? Das kannst du liefern. 700.000 passen rein. Ne, ist schon 600.000. Ich kann auch gleich noch eine Runde Stroh hier ins Dings fahren. Das ist bestimmt auch wieder leer. Mal wieder an den Futtermischer. Apropos, mal gucken, ob da noch Rechnung offen sind. Nee. Nö, nö, Rechnungen sind keine offen. Also meine Rechnungen hast du alle wirklich. Sehr schön. So, jetzt habe ich das Ding noch auf oder nicht? Ja, eigentlich schon. Warum? Unser Tracker Opa nicht begrüßt. So. Haben wir nämlich hier wieder zum. Nee. Ist das raus? Kein neuer Kurs. Hier den, dann nehmen wir Wiese. Mähen. Laden, aktivieren. Und dann sagen wir hier am ersten Wegpunkt. Das macht er gleich. Okay, das haben wir. Der gut Futtermischung. Der so. Und der soll hier am ersten Wegpunkt auch starten. Warum tut er es nicht? Achso, weil das nicht drin war. Weil das nicht drin war. Eigentlich fahren. Er muss, gib mir mal eine Sekunde, bis er berechnet. Na, es kann auch sein, dass er wartet wegen dem da hinten, weil der auf den gleichen Kurs fährt. Der schaltet sich aus. Kann auch nicht richtig sein. Da habe ich auch nicht das. Ah, jetzt ist, kommt die Begrüßung. Ja, du meinst Ossi, oder meinst du Aussie? Australier? Ah, erst. Und wir starten. Jetzt wird er nämlich vorfahren oder auch nicht. Dazu haben sie Platz gemacht für den. Jetzt war du mal hier. Gib ihm. Der macht den Futtermischer voll, das ist gut. Das fängt aber nicht im ersten Mal. Oder doch? Macht du sie Schwenkerlanzer. Naja, der. Die ganz am Anfang jetzt nicht, weil er dann zu spät anfängt, aber dann geht er rüber. Ja. Also er nimmt den Punkt, aber nicht offiziell die Schwarz, ne? Und was macht der hier? Achso, ich habe hier noch das falsche Wiesemähen. Erster Wegpunkt ist so. Also hier am. Ersten Wegpunkt auch wirklich. Ja, was machen? Ersten Wegpunkt. Das Ding hat auch so lange überlegt, weil er bis hier hintergefahren ist.
kleiner John Deere. Ups, ne? Und mit dem kleinen John Deere müssen wir jetzt pflügen. Das kann nicht gut ausgehen. War das hier in Z, glaube ich, einfach nur. Ja. So. Runter über längste Kante. Hier angucken, ob das klappt. Überspringen. Ja, wir machen einen überspringen, dann kann er gleich besser drehen. So, sagen wir mal generieren. Mal gucken, was er macht hier aus dem Ding. Ich habe gestern noch Level 20 erreicht. Oha. Mit noch einem, ja, mit einem Riesending hier. Das ist Triumph. Ja. Trophäe. Okay. 6,4 Kilo. Rasse. Oh, das ist schön. Ich habe am Schluss zwei Trophäen noch rausgeholt. Einmal eine 4, die hat nicht in der Wertung. Also für eine Prasse schon hat bekommen. Aber dann nochmal eine 6,2 oder sowas. 6, noch was. Ja. Und die hat dann nochmal die letzten 5.000 oder 6.000 Punkte voll gemacht und habe schon wieder 5.000 auf den nächsten drauf. Er hat 9.000 Punkte gebracht. Okay. Na, cool, habe ich Susa zwei Federer zugeschickt. Diese zwei Sets da, oder zwei Sets, die ich hatte, mit Naturköder. Kann ich jetzt auch ein bisschen starten. Und noch Eierteig, ich weiß gar nicht, warum ich so viel hatte. 14.000, den habe ich noch nie einmal benutzt. Ist gar nicht für wen, was man Eierteig benutzt. Naja, aber da hat sie zumindest jetzt erstmal ein Startset. Also zwei Stück, die sie reinhauen kann und dann einen, wo sie noch mit stippen kann oder so. Also drei für drei Routen dann halt. Und mein, ich hatte glaube ich dann, ich weiß gar nicht, 130, 120 Dinger. Hab mir 300 gebracht. Aber klar, wenn da zwei hier Dings drin sind, der Trophäen, gibt halt ein bisschen mehr Geld da. Aber Aufträge habe ich gar nichts. Also ich hatte zwar noch, glaube ich, hatte dann 6 von den Rotaugen. Okay. Und da braucht es ja 7 für den Auftrag. Mhm. Rechnung steht. Ich nehme das für die 600.000. Euro. Liter, Mensch. Achso. Ich muss schon sagen, das ist richtig teuer geworden jetzt. Wahrscheinlich wegen den Holzpelletspreisen. Alles wird teurer. Es gibt ja auch Strohpellets, also. Die Frage ist natürlich, wie die eine Heizung ankurbeln, aber ja, wahrscheinlich nicht so sehr. Aber Wärme gibt Wärme, ne? Das ist richtig. Ah. Wir springen hier, ne? Ach,
Fahrzeug, doch ein Fahrzeug auf Kurs, richtig? Anzahl voll gewinnen. Träger sind neu. Überspringen, Kreise, Kreise. Jetzt mal gucken. Wir hatten damals einen Trabi, glaube ich, aber nicht so einen, wie man jetzt erkennt. Es gibt ja auch noch so noch ältere und Zwischenmodelle und so. Ich glaube, einen Kombi hatten wir auch. Und wir hatten so einen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger hießen, so einen, heute würde man eher sagen, für ältere Leute vorne so ein Einrad und hinten zwei Räder und dann so ein, einfach so ein Computer, also eigentlich einen Mofa, nur mit Kabine für zwei. Warum rechnet der jetzt nicht? Dann machen wir erstmal die Rechnung, vielleicht deswegen. Und stehst du noch nicht richtig auf dem Feld, deswegen rechnet er nicht. Na, aber er zeigt die Umrandung eigentlich an, deswegen. Okay. Er zeigt hier die. Ah, jetzt hat er es auch gerechnet. Hat es noch nicht angezeigt, scheinbar. Silbenstein, einen schönen guten Morgen. Ich wollte eigentlich, dass der anders wird. Ich will. Machen wir raus hier. Und neu. Und zwar rein überspringen eine. Wasser auf Kurs eine Anzahl am Vorgewinden eine. Vorgewinde machen wir schon hart. Uhrzeigersinn mit hoch runter und dann längste Kante. Okay, längste Kante kann natürlich auch da sein. Längste Kante manuell. Ja, alles okay, das ist schon so gewollt jetzt. Überspringen. Die Inselumfahrung. Mal gucken, ob der hier wirklich die Kante nimmt, eigentlich die. Diagonal ist natürlich schon länger, aber die will ich gar nicht haben. Man muss es sonst manuell einstellen. Ah, jetzt hat das, sehr cool. Ja, doch, wir speichern sie trotzdem mal. Speichern, das ist ja hier. Drei, sechs. Lügen. Okay. Und ich hoffe, dass der damit auskommt, dass der hier klarkommt. Am ersten Wegpunkt. Er dreht sich so eine Sonderrunde. Ne, ich bin den gefahren. Das Problem ist, er wird nicht. Er wird, wenn du da einen Kurs generierst, wird er das Feld nicht anlegen, ne? Das weißt du. Doch, ich sitze mit drin. Achso, ja, aber das weiß ich nicht. Wenn du das auch automatisch machen lässt, deaktiviert er diesen Felderstellmodus. Das musst du händisch machen, bin ich der Meinung. Ne, passt. Aber schauen wir mal, lass uns eines Besseren machen. Echt, ja? Macht er das doch? Mhm. Das macht er ohne. Man muss nur drin bleiben, sonst hat man hinterher das wieder, zieht das wieder gerade irgendwie, und wenn du reinspringst, auf einmal ist wieder alles Wiese. So. Wir müssen nur mitfahren, ne? Gerade weil es halt die ist. Hat auch den Vorteil. Was steht denn da hinten für ein Trecker? Weiß ich nicht, was da für ein Fahrzeug steht bei dir. Das ist ein Müllabfuhr, aber ich habe keinen Müllabfuhr.
Das ist Lemmy sein LKW. Was ich jetzt auch, ne? Ich fahr den mal weg. Das wäre nett. Hier die Ecke nimmt er gar nicht, genau. Ich werde mal diesen schwarzen Schrott vom Acker fahren. Ach, so ein großes Ding, das sah von hinten aus wie so ein Müllabfuhrfahrzeug. Danke dir. Ja, na, dafür doch. Schade, dass sie es nicht so richtig abgegrenzt haben. Also falls du mal guckst, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist das ein LS-Problem, Giants, oder habt ihr die Ränder hier sehr weit in die Mitte gesetzt? Feldrandgrenzen. Ich glaube, Totti sagt gleich Tot. Wir fahren ja auch schon nicht wirklich hart an der Straße lang, aber trotzdem mal hier. Sehr schön. Agrar TV, guten Morgen. Jetzt wird es schwieriger hier. Naja, solange er noch hochkommt, ist mir es egal. Ich wollte schon wieder raustreten, aber ich muss drin bleiben. So, ein Flickenteppich. Stimmt, hier das Gebüsch konnte ich ja nicht wegnehmen. Ist ja kein Problem. Kümmere ich mich drum. Kommst du so schnell her? Wobei, du kannst in den Trecker jetzt springen. Ja. Beim letzten Mal hat das einfach besser weggekriegt. Ich hab's da. Lass ihn einfach an. Warte. Alter, Scheiße, das sieht sonst eh aus. Komme ich in die Reifen, ne? Danke. Letzten, nächsten. Sehr schön, dann was weg. Der Busch, der hier vorne steht, der muss aber nicht weg, oder? Ne, ich meine, der war weit genug am Rand. Wenn du da bist, kannst du wegnehmen, aber spätestens beim Abernten. Machen wir halt einen schöneren Blick auf die
Pelzwand. Jetzt fängt auch mal endlich an zu flügen hier. Mal gucken, wie es Abschluss dann aussieht. Beiden fahren wenigstens. Sieht so leer hier aus. Eigentlich so wenig Geld im Verhältnis. $900.000, sagt er, hat wenig Geld. Ist schon klar. Ja, im Verhältnis, sagte ich ja extra dabei. Hier ist Gras drin. Das soll wieder rausnehmen, wir senken. Keine Silage erstmal drin brauchen. Die Ladungen sind auch alle raus, Methan ist raus. Was haben wir drin? 145.000 und der bringt ja auch noch das über. Sind noch Bäume, warum? Direkt vor der Tür, aber wahrscheinlich bin ich andersrum, ja. Jo, danke.
Vollgas geht's hier weiter. Es wird den Lohner richtig freuen, dieser Flickenteppich. Ah, ich mach das, zieh das nachher, wenn du damit komplett durch bist, komme ich nachher einmal hin und dann ziehe ich das nachher mit dem Landwirtschaftsdings, ziehe ich das ein bisschen gerade. Ist ja. Mit dem Landwirtschaftsding? Nachher, wenn du dieses Baumsignal. So. Du ein bisschen, dass die Kanten ein bisschen glatt sind. An? Ach stimmt, der wollte ja Steine anhaben. Soll ich auch noch Steine rausfiltern. Kalk oder sowas, Produktion. Für irgendeine Produktion braucht er Steine. Ja, er braucht dafür Kalk, ja. Ja. Och nee, jetzt macht ihr das hier wieder alles zu. Hä, warum das jetzt? Weiß ich nicht. Immer war was eine Bahn, die hier neben schon war, wieder Wiese. Vielleicht mal zwischendurch auf Speichern klicken.
wird weiter Futtermischung, ja. Und der soll jetzt mal Stroh fahren. Der steht hier, weil er es kann. Warum denn nicht? Das soll ich auch mal jetzt da Silo 1 fahren. Auch langsam kommst du durch die Mauer nicht. Na, erstmal kann man es ja mal versuchen. Mit Schwung und dann mal langsam. Ne? Jetzt fährt der ganz hinten lang. Nee, doch nicht. Fahrt den auch noch im Weg. Wie wird er hier lang, oder? Wie bitte? Der will wieder hier lang. Ach ja. Ach, da ist kalt. Zieht er durch. Als Stroh beliefern? Ja, ja, sicher. Nehmen wir einen LKW. Was deine? Da rein. Und dann. Meiner müsste da auch irgendwo rumkreuchen. Gucken, ob der das auch noch leer gemacht hat. Ne, dann haben wir natürlich noch nicht.
wieder da mit etwas im Anhänger. Soll er machen. Stau und stockender Verkehr. Bei mir? Bei mir. So. Der Träger fährt gerade rein und der LKW kommt von hinten. Ne. Will dran vorbei. Bringt dir die nächste Fuhre Stroh. Sehr gut, weil der verteilt jetzt schon mal auf den Kuhstall. Passt da wieder ein bisschen was rein. Zeit 430.000 circa, weil auch der das Stroh nach und nach rausgeht, weil ich produziere noch. Ja, vier Fuhren kommen ja noch. So, genau, hier habe ich Ausweich. Brauche nicht. Hier verteilt ist er direkt auf die Fermenter. Krass. Da geht als nächstes. Wir sind hier dran. 93. Okay. Fenster zu machen. Wird langsam kalt irgendwie wieder. Ich muss mir auch eine lange Hose anziehen. Das ist ganz schön frisch. So, was sitzt du jetzt am Tag? Ja. So. Heute gibt's wieder Russian Fishing. Ja. Mal gucken, ab wann. Erstmal lecker. Erstmal lecker. Ja. Erstmal lecker jetzt hier spielen noch. Wie gesagt, ich wollte einfach die Umrandung schon mal fertig haben, aber es sieht alles Katastrophe aus. Und dann was kochen und ja, dann geht's live. Beim Kochen kann man ja schön schon auf Grund gehen. Ja, das werde ich auch wieder machen müssen, prassen. Ja, das hört sich gut an. Ich habe noch nichts, was ich wirklich, wo ich so beständig halt Geld verdiene. Von daher. Gut, das ist nachher ein bisschen einfacher, wenn man nachher größere Fische angeln kann. Weißt genau. Du? Ich gehe das nachher ein bisschen einfacher. Ja, das ist ja mein Ziel. Deswegen ist ja, ich hoffe, dass das nicht falsch ist in der Planung ist. Wirklich auf Karpfen zu gehen, ne? Also dass man eine Route hat, die halt nicht gleich alles durchbricht. Ob du notfalls auch mal ein Hecht dran haben kannst, weißt du? Ja. Kommt natürlich dann immer noch auf die Schnur an, aber ob du dann auf Stahl hast von oder nicht. Wie gesagt, ich habe gestern durchgerechnet. 4000, hat gesagt, 4548 Silber brauche ich für Rolle und Rute, ne? Da habe ich noch keine neue Angelschnur und kein Vorfach oder so. Na, dann rechne mal lieber 5000 und dann hast du das vernünftig gleich. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, du brauchst vier mindestens und du willst, man will ja auch noch hinreisen. Gestern habe ich auch das neue, wo ich dran hin kann, den ersten Fluss oder was ist da bereist, wo du mit der Fähre auch noch mal rüber kannst. Aber ja, was habe ich rausgeholt? Drei Rotaugen und ein Döbel. Okay. Das, ich wollte bin auf die Z-Fische gegangen, laut, ich glaube, Nico war es. Naja, habe auch nichts rausgeholt. Was macht der hier nochmal? Okay. Ach ja. So, mal gucken, ob ich mit dem VK klarkomme, da ich weiß ja auf der einen Link. Vielleicht gibt es ja an diesem Ort da ja auch einen Döbelpunkt, ja, einen Prassen-Spot. Mhm. In der Hoffnung, dass die halt etwas größer sein können da schon, ne? Ja. Bis
Das ist ein Knaller. Der Kater ist ein Knaller. Also. Die Kleine kommt aus ihrem Zimmer, ja. Steht so hinter ihm, er kommt aus der Küche und sie will ihn so von hinten anfassen, so, und macht er wie so ein Hopster, wie so ein Floh. Ja. So ungefähr, mich gibt's jetzt nicht anfassen. Ganz ohne Vorwarnung. Hm? Da hat sie noch Glück, wenn nicht die Kralle auf einmal geschüttelt hat. Och, das macht er mit ihr so manches Mal. Ah, okay. Okay, ist schon wieder alles zu. Da. Wenn sie ihn ärgert, dann musst du damit rechnen, dass er sie zurückärgert. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Möglichkeiten noch gibt, als selber zu pflügen, dass es ein neues Feld wird zur Felderkette. Ja, das weiß ich nicht. Also, ja, maximal. Gesagt, ich mache sowas immer händisch, weißt du? Ich mache das immer händisch. Ja, aber auch da hatte ich das schon, dass auf einmal wieder Dings wurde, wieder Gras wurde und so. Ja, es gibt nur eine, dass man es wirklich in einem, auf der Map selber macht, außerhalb vom Spiel. Aber da habe ich auch keine Lust, zu so eine Map so abzuändern. War ja jetzt, jetzt in die Landwirtschaft zu gehen, da kannst du ja kein Feld machen, ne? Ja, so einfach ist das nicht. Deswegen. Sag ja, wenn wir gleich die Grundfläche haben, Lucifer geht ja eh hin und stellt sich ans Feld und sagt Felderkennung, ne? Ja, ja. So, und von daher erkennt er ja nur das, was tatsächlich da ist. Ne? Aber wie gesagt, ist ja jetzt nachher nicht so das Problem. Ich kann ja nachher einmal rumgehen und die Kanten glatt machen, weißt du? Ja. Ja, viel wichtiger sind die Inseln und sowas, ne? Das ist. Dass ich das noch ja, irgendwie wegkriege. Ja, gut. Aber wie gesagt, das notfalls hat er ja auch einen Flug. Ja, 2 Sekunden oder was? Was hat die zu dir gerade gesagt? Katafetti? Die kommen her. Beeilt er sich jetzt bald mal? Von unserer Seite kommt ein Trecker. Sammelt fleißig ein. Der verteilt Stroh. Ah, sehr cool. Somit ist das Stahldings 2 auch im Betrieb, ne? Ja. Stahl 1. Ja, Gülle umpumpen müsste ich noch, aber jetzt so viel Trick habe ich jetzt dann doch nicht. Tanken. Das ist einer von dir. Er fährt tanken. Der ist meiner dann, ne? Ja, ich habe keine Acht. Ich habe keine schon hier. War gerade mal froh, dass der. Okay, der fährt ja hier tanken. Wie geht das? Frage, wo der tanken fährt. Wahrscheinlich bei dir. Tankstelle habe ich da eingestellt. Ja, dass hier nochmal eine Runde fährt jetzt oder so. Ja, sieht so aus. Ach stimmt, der muss auf eine andere Spur dann rüber. Ja.
Kann ich den auch gleich mit Silagemittel und Schmierfett voll machen? Oh, glaube ich nicht. Glaube ich für dich mit. Nee, da hier vom also. Cousin, der hat, die haben sich jetzt noch zugelegt. Die waren gestern hier bei seinen Eltern. Ja, die haben den kleinen Köder da halt mitgebracht. Ja. Sie sagte, Frau, na, wenn die hergekommen wären, hätten sie der sich wahrscheinlich mit unserem Kader nicht vertragen. Deswegen sage ich, glaube ich nicht. Letztens schützt du sich schon. Ja, meine ich auch. Ja, vor allen Dingen, der wäre ja wesentlich kleiner gewesen wie unser Kader. Ja. Und gibt's einfach was auf die Nase mit der Schaufel. Der ja. Ja, ja. Und dann. So dann geht halt wieder. Ja. Ich bin gleich wieder da. Jo, ich bin hier, wenn was ist. So, das ist auch alles erstmal voll. Letzten Wegpunkt und das ist anmachen. Ne? So. Oh. Komm, waren wir mal nicht drin schon. Senken. Da ist er wieder. Da ist er wieder so. Aus. Ich fahr doch mal selber noch ein bisschen hier gerade den Rand. Wähler an sich, die brauche ich ja nicht flügen. Die kann er noch mal durchflügen. Jo, dann, wenn er den Rand einmal hat, kann er auch vorher düngen. Jetzt ist wieder alles zu hier.
Ach ja. Vogelzicht hier. Da ist doch besser draußen, dann sehe ich, was es hinten macht. Ein Magnum fährt zur Werkstatt. Jupp, nur kann er. Wird wohl keine Hoffnung mehr sein. So schlimm ist nicht. Smoky Snake, moin. Vielen Einen Dank Monat. für dein Prime-Abo im zweiten Monat. Du warst der, der verloren gegangen ist. Der verlorene Sohn. Was hast du gesagt, Schu? Ich sage auch guten Morgen. Achso. Gesehen, war es gestern Abend noch mal angeln, ne? Ist halt ein Suchtspiel für dich. Aber es macht Spaß und daher. Und was mir gerade sehr hilft, ist entspannt mich. Also, natürlich gibt es auch aufregende Phasen da. Aber in den meisten Fällen ist es halt eher Entspannung, wenn man da sitzt. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken? Ja. Ich finde es auch entspannt. Moment hoch. Also hier irgendwie noch ein bisschen was abgerundet bekommen vielleicht. So kann ich damit leben.
3 in ein LKW, Traktor und was ist das dritte? Die Insel noch wegkriegen. War Susa heute schon im Angeln? Weißt du das, Smokey? Die Kante lasse ich, die ist schön gerade. Ah, okay. Die hat dann nicht ein paar Briefe bekommen. Blaue Briefe. Die Lehrerin war nicht zufrieden mit ihr. Ein Spaß. Muss ich viel Strafe zahlen? Nee, es geht. Alles wäre es, wenn in Wirklichkeit der Flug wirklich erkennt, welches Grundstück deins ist und welches nicht. Ach ja, ja, ja.
Also wenn wir nochmal neu anfangen werden, was wir ja wahrscheinlich müssen, dann wird, werden die zwei hier zur Wiese gemacht, hinten das auch und dann werden nur die vier Felder zum Mais. Schon wieder leer. Skandal. Und Rosi? Richtig. Auch ich habe ihre Nummer schon. Wobei, das gab jetzt eine Neuauflage, ne? Das heißt ja jetzt Laila. Ja, genau. Hast du Punkte beim Köderbeschaffung, skillt beim Angeln? Ne, beim Angeln skillt man Angeln. Bei Köderbeschaffung, das habe ich schon gemacht, ja. Ja, ich brauchte die Knoblauchteig, da ist auch Knoblauchteig drin bei Köderbeschaffung. Und ich habe aber auch schon, wie heißt das, Anfüttern, da habe ich auch schon gelevelt. So dass ich Brassendinger, doch für Brassen das Futter herstellen kann und so. Brauchst du bestimmt einen Teig, kann ich dir schon schicken, glaube ich. Ist gerade nicht, weil aus dem Trecker geht's nicht, aber. Und dass du mehr Regenwürmer. Ich weiß nicht, ob du dann mehr. Nee, also nee, das mache ich nicht, mehr Regenwürmer. Ich habe nur bei, bei der Anfütterungstechnik die 5 Punkte reingesetzt, damit man die bessere Qualität an diesem Futter herstellt. Weil bei 9 bis 10 einfach die Multiplikator viel höher ist. Das war überall der Tipp von allen. Aber mehr Regenwürmer würde ich nicht, weil die kriegst du auch teilweise so bei Events. Ich habe jetzt auch einige. Und rein theoretisch kannst du ja alle 2 Sekunden, wenn du Tee hast, dann drücken. Die Susa Flame ist in sie Haus. Ich dachte, du bist arbeiten. Du hast Post bei The Engler. Nee, nicht bei The Engler, bei RF4. Also England gibt es erst ab Mittwoch. 16 Uhr erst. Da gehst du abends ins Bett, weil du 16 Uhr arbeiten musst. Okay. Ich habe auch Donnerstag einen Termin. Ich muss ins Bett. Mehr Spaß. Ich muss auch gleich noch kochen ein bisschen. Ich habe noch Pilze, die müssen weg. Also wir müssen welche nicht weg, sondern die müssen gemacht werden. Ach so, okay. Dann war das der Hauptgrund. Ich hatte das seit 4 wach, ja. Aber ich war gestern erfolgreich. Ich habe noch 2 Triophiere, ne, wie heißt denn die? Ich vergesse es immer. Trophäen. Trophäen gefangen. Und mit dem letzten habe ich dann nochmal einen ordentlichen Sprung über die Grenze gemacht. Und es war somit gleich. Nach, ich glaube, 2 Stunden. Weil am Schluss hat echt weniger gebissen. Und auf einmal dachte ich, boah, da ist doch was dran. Und das war eine Trophäe dann. Also es war die kleinere davon, von den beiden. Na, ich habe noch kein Windows, ich kann noch nicht umstellen auf Windows 11. Der sagt mir irgendwie, dass es nicht geeignet ist, obwohl ich ja einen einigermaßen guten Rechner habe. Irgendwie braucht der Zwischenspeicher und alle. Ich weiß es nicht, was sie da wieder gebaut haben. Mach's lieber nicht auf Windows 11 Update. Haben viele Spiele Probleme mit. Ja, Susa schreibt ja auch gerade, dass sie, sie musste letztens ja auch einen Zwangs-PC kaufen sozusagen. Ark hat sie Probleme, GTA hat sie Probleme. Zurücksetzen auf Windows 10. Kann sie ja nicht, weil sie ja kein. Die hat ja nur 11 bekommen. Ja, aber trotzdem ist eigentlich in dem 10er eigentlich die. In dem 11er eigentlich die 10er. Nicht wenn es eine 11er hat. Direkt noch neu. Das ist nur, wenn du es einmal geupdatet. Wenn du von 10 auf 11 geupdatet hast, dann hast du die 10er drin, ja. Und die hat ja einen neuen PC gekauft, da wird die 11 direkt drin sein. Nur. Aber Windows 11 Keys kriegst du, glaube ich, auch recht günstig. Muss halt nur gucken, dass du eine vertrauenswürdige Seite hast, ne? Ja gut, mein System fordert mich auch andauernd auf, dass ich das updaten soll, aber warum?
Moment. Ne, meins nicht, weil der sagt mir direkt dann nicht geeignet. Das ist halt das Coole. Ja, aber das sagt mir mein System ja schon, ob es geeignet ist. Aber es ist geeignet, mein System wäre geeignet. Ja, deswegen sagt das dir ja die ganze Zeit, dass du es updaten sollst. Die, die es nicht geeignet sind, ja. Weil ich es nicht brauche, weil ich weiß, dass das scheiß Programm Fehler verursacht bei manchen Spielen. Von daher. Never change a running system. Ja, richtig. Also hier brauche ich eigentlich gar nicht lang fahren, fällt mir gerade auf. Egal, jetzt kannst die Bahn gerade durchziehen. Ich sagen, jetzt bin ich einmal da. Muss ja hier eh entlang. Vorne. Ich das sehe kurz, könnte schon wieder im Strahl kotzen. Wie es da vorne aussieht. Ja, ich ziehe das nachher gleich mal gerade, so ein bisschen. Ja. Bin ich hier gerade gezogen hier, scheiße. Nur Inselbildung und so hier. Scheiß Rudelbildung. Scheiß Schmetterlinge Schutzgebiet. Ich werde wahrscheinlich auch in das Standalone-Version wechseln von Russian Fishing 4, weil da kann man Turniere noch mitmachen und sieht im Forum halt dann auch direkt, was man hat an Level und so, also ein paar Vorteile. Von daher. Und kann es halt nur nicht in Steam öffnen, aber ansonsten. Für die Screenshots vielleicht schade, aber. Aber wir haben ja jetzt die Gruppe, das heißt, wir sehen uns da ja gegenseitig. Das finde ich ganz cool schon mal. Das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, dass auch wenn ihr offline seid, dass man noch den Spieler sieht. Ja, ja. Fand ich schon ganz cool da jetzt. Da kann man mal was schicken und so oder kurz schreiben oder wie auch immer. Auch wenn er nicht da ist. Kannst natürlich auch, wenn er dir schon mal geschrieben hat, hast du ja trotzdem so eine Art Nachrichtendings, aber so ist es halt. Siehst du auch direkt, kannst du spionieren, welches Level hat er schon. So. Oder noch, oder wie auch immer. Ja, jetzt geht es auch sowieso langsamer. Ich glaube, ich brauche jetzt 300.000 Punkte. Ich weiß es gar nicht. War auch ordentlicher Schwung da oben. Wie gesagt, ich habe ab 5.000 Punkte ja direkt mitgemacht und das hast du kaum gesehen an der Torte. Aber wie gesagt, es war jetzt eher nur der Schwung auf 20 Level. Danach ist jetzt eher wieder Silber entscheidend. Und in Grundfischen, dass ich da die 60 bekomme. Steffens Eierteig. Er teilt dir ein. Der ist selbst produziert. Das kann keiner so genau wissen. Genau deswegen habe ich es gesagt. Nee, ich glaube, den habe ich nicht einmal produziert, den habe ich auch bekommen. Diese Bilder, ja. Ja, kannst du dir vorstellen, wie ich in der Küche stand. Und die Eier aufgeschlagen habe, natürlich. Ja. Unmöglich. Ja. Mann, bist du blöd. Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die da. Wie kann man nur so sein? Ja, das soll sie nicht. Boah, ein Riesenfisch. Ich keile, keile. Für alle, die nicht wissen, von was wir reden, das ist ein Spiel, heißt Russian Fishing 4. Und da gibt es verschiedene Köterarten, ne? Bevor hier Zweifel aufkommen. Und da geht's weiter auf Twitch, obwohl wir sind jetzt gerade auf Twitch, stimmt. Die Zeiten, wo ich noch auf YouTube mit live war, ne? Wobei es wohl jetzt Twitch etwas mehr öffnen möchte, dass woanders mit gestreamt wird. Aber wie gesagt, YouTube ist der ein oder andere zugeguckt. Für Facebook tat es mir ein bisschen leid, weil da hatten viele noch zugeguckt. Zweifel habe ich seit 1984. Ich glaube, das war zu deiner Aussage. Wenn ich mich.
Naja. Da hinten die Ecke haben wir dann jetzt auch schon mal. Einigermaßen ordentlich. Der eine ist er selber schuld, die wollte er. Was ist das? Also ein Big M angekommen. Hühnerhof, also ist deiner. Und dein ich Big M. Der steht auf. Auf die Hoff. Durchreparieren, sauber machen. Komm, gib Gas, wir essen zeitig. Ich habe auch den kleinsten Trecker genommen, den ich habe. Das Konto hätte sogar gesagt, kauf da einen. Ich glaube, die Umrandung mit einem kleineren Flug zu machen, ist sogar gar nicht so dumm. Weil dann weißt du genau, wo die Grenze beginnt, ne? Ja. Und so hast du halt immer 45, die ja nur abtastet. Sobald da was nicht ist, dann. Ja. Das haben wir hier so. Scheiß Schmetterlingsgebiet. So, okay. Das Schmetterlingsschutzgebiete. Vielen, vielen Dank. Erstmal ein Clip erstellt. Ja. Ja, das hat auch Vorteile, wenn da Clips erstellt werden, ja. Direkt erstmal aufs Discord geteilt. Sehr schön. Wenn du das jetzt noch als Ton hast, dann mache ich das auch noch hier rein. Als Auswahl für Audio. So, jetzt gucken wir mal hier vorne, ob wir die Schmetterlingsschutzgebiete nicht noch wegkriegen. Ja, sind umgezogen. Zwangsumsiedlung hier. Kommst du mit den Angeln klar? Das waren auch die eins, die ich noch gekauft habe gestern. Und die habe ich auch direkt auf der neuen Map geholt. Wobei, da waren sie auch nicht günstiger. Aber es gibt Positionen, wo sie teurer sind nochmal. Smoky, dir kann ich nachher auch noch Würmer zuschicken, wenn du jetzt Futter annimmst. Nur deine Außergewalt, du willst es alleine schaffen, deswegen hatte ich da jetzt nichts mehr geschickt von ohne Voranmeldung. Mach mal das hier rein fahren. So. Und hier wieder hoch. Er möchte auch Steffens Eierteig haben. Ich weiß nicht, was man damit fängt. Was fängt man mit Eierteig? Das kannst du auch brassen und so mit Angeln. Ah, okay. Könnt ihr mal versuchen hier bei euren. Susa hat ja auch noch Futterdings bekommen. Die kannst du mit reinschmeißen oder in diesen Korb reinpacken, statt ein Gewicht, was du ja dabei hast bei den Dings. Also den Korb hast du nicht dabei, den musst du dann holen. Der kostet auch nicht die Welt. Aber da kannst du immer dann dieses Anfutterzeug reintun. Genau. Und dann hängst du unten einfach mal Eierteig ran. Ich weiß zwar nicht, wie der an so einem Haken hängen bleibt, so ein Eierteig. Aber der gibt's doch spezielle Haken. Aber der ist auch richtig schön fest, ne? Gerührt und nicht geschüttelt. Ja. Die Eier, die sind schon steif geschlagen. FSK. Das andere ist alles nur euer Kopf.
Ich rede von dem Eierteig. Ja, was hast du von dir gedacht, wovon wir Glückwunsch reden? Zum Level 10. GZ. Halt. Dann bist du ja schon die Hälfte von mir, aber es glaub mir, es wird mühsam. Level 12 habe ich lange gewartet, aber einfach weil man drauf wartet. Dann kannst du ja endlich zur Festung. Ja. Und gestern war nochmal ein kurzer Moment, der gut da dachtest, boah, ne? Mal eben Level 20 zu werden, das hat halt auch noch gedauert dann, aber. Das ist halt so, ne? Ich habe halt schon von Leuten gehört, die Level 41 werden und das dauert halt gefühlt ein Jahr. Selbst Minimi Level 25 auf 26 war es, glaube ich. Ja. Millionen, die er braucht an Punkten. Ja, 1,3 Millionen brauchst du. Ja, deswegen, das ist halt schon eine Menge. Das Problem ist halt, du musst halt sehen, dass du immer eigentlich mit dem Level eigentlich dein Equipment hoch kriegst, dass du wirklich auf die höheren Seen, wenn du dann auf den höheren See kannst oder so, dass du dann theoretisch gleich umziehst mit dem höheren Level, ja. Weil auf dem höheren See gibt es ja wieder Level, bessere Fische und bessere Fische gleich besseres Geld. Ja, das ist ja mein Ziel, jetzt auf die Karpfen zu gehen oder auch mal was Größeres dran zu haben und nicht gleich einen Angelbruch zu riskieren. Richtig, oder einen Schnurbruch, ne? Ja. Das ist halt. Deswegen, und der Bärensee zum Beispiel, den ich jetzt auch schon, ja, noch nicht war, das sollen halt die Karpfen sein, alles. Und jetzt ja mal bei der Festung einfach mal ein Stück Käse und eine Kartoffel dranhängen. Da hast du schon alleine so ein, wie heißt die, Arland dran. Und dann ja, wenn du den schon dran hast, der macht schon Spaß. Ja, ja, und dann ziehst du raus und denkst, da hast du 500 Kilo dran. Und da steht da 2 Kilo oder anderthalb. Aber die haben schon Action. Die haben schon Kraft. Aber das glaube ich eher bei der Festung, noch nicht bei euren, ja. Aber die Festung, wie gesagt, ab Level 12 steht die ja euch auch offen. Ah, Festung ist eigentlich ein ziemlich guter See. Du hast sämtliche Fischarten, die du so haben kannst im Spiel. Ja. Wie gesagt, ist alles vertreten, ne? Du kannst halt vom Raubfisch zum Friedfisch angeln. Das ist halt das Geniale an dem See. Ja. Das Problem ist halt, du schaffst halt mit dem See halt nicht schnell genug Geld ran, sag ich jetzt mal, dass du dir besseres Equipment leisten kannst, ne? Ja. Das ist halt... Ja, genau, das ist halt, du kannst zwar schnell leveln, zum Beispiel wenn du auf alle gehst oder halt auch wenn du allein Premium nimmst, aber es bringt dir nichts, wenn du das Geld nicht hast, wie du es gerade schon sagtest, um das Equipment auch zu kaufen. Das heißt, dir bleibt gar nichts übrig, außer Fisch zu holen, der halt gut Silber bringt. Was fange ich denn hier zurecht? Ich zock mit Premium, ja. Und deswegen muss ich halt auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Punkte mache in der Happy Hour, dass ich dann nicht, weil ich krieg ja nicht mehr Silber dadurch, ne? Und dann habe ich genau das Problem, was Minimi jetzt angesprochen hat. Ich hatte mir das Premium geholt, wirklich nur für die Futteraufbereitung und für die Dings und habe mir fälschlicherweise zweimal gekauft, wollte mir eigentlich nur einmal und dann sagte Chanella, was machst du denn da? Und ich habe sogar einmal mehr Geld aufgeladen, das heißt, hätte ich noch einmal geklickt, hätte ich sogar 3 Monate gehabt und das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur 1 Monat für die Futteraufbereitung, fürs Leveln, dass ich halt da den Knoblauchteig und sowas mache. Bin gleich wieder da. Ja, bring mir was mit, bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, sagt er. Als ob er was tut. Wie gesagt, fürs Fischefangen ist Premium wirklich schon fast eher mehr Fluch als Segen. Klar, du levelst, aber du kriegst auch nicht dementsprechend mehr Silber, ne? Und das fehlt dir dann hinterher. Da, wo ich jetzt hänge, ne? Wo ich jetzt wirklich sage, oh, jetzt habe ich gerade mal, ich glaube, 1600. Also gestern habe ich eigentlich nur für Susas beide Angeln geangelt. Finde ich aber auch okay. Wie gesagt, ich habe sie ja auch bekommen und konnte damit jetzt schon mal, ne, und dann gebe ich gerne sowas auch weiter. Sollte halt sozusagen in der Community bleiben. Vom RF4 und von daher. Finde ich cool. So, und ab heute geht es wieder mit Geld verdienen. Und ich hatte gestern zusammengerechnet, also eine Karpfenangel mit der guten Rolle sind zusammen 4550. Und dann brauche ich ja auch noch wahrscheinlich neue Angelschnur, Vorfach. Also 5000 muss ich schon haben auf dem Konto, also in-game. Und das will ich jetzt auch nicht mit Echtgeld. Das geht natürlich auch mit Echtgeld, aber das, nee, das würde ich auf gar keinen Fall. Weil dann kann ich mir auch die Reparatur nicht leisten und so weiter. Das ist alles, das bringt nichts. Man muss es schon in-game machen.
Ja, bis jetzt habe ich den riesen Vorteil an Premium noch nicht gesehen, außer dass ich natürlich jetzt Level nur halt aufpassen muss, was ich halt, wo ich, wie gesagt, ich bin ja auch schon höher als, also ich könnte ja schon auf andere Seen gehen, schon länger jetzt, aber habe halt das Problem, dass ich das Silber nicht habe, ne? Das heißt, wirklich auf Silber gehen. Vor allem, ihr könnt ja noch auf die, ah, ich habe Susanne jetzt das Futter nicht prassen, die da drunter, der Couche oder so, wie die heißen und so. Die könnt ihr, und Schleien und so, die könnt ihr jetzt alle gehen, das Futter links habt ihr ja, die skippt ihr auch auf den anderen Seen. Und immer gucken, dass in den Anfutterungszeug das, was ihr an den Haken hängt, auch dran ist. Das habe ich gestern zumindest, wirkte es so, dass es dann wirklich passt. Deswegen stellen wir jetzt nochmal Prassenfutter her, da kaue ich Knoblauchzeug rein und auch Perlkraubendings und auch die Erbsen, so irgendwas von den Erbsen, damit man dann sagen kann, okay, jetzt kann ich auf alles anfüttern und mit allem angeln. Aber macht schon Spaß, so ein Spiel, also was so in die Tiefe geht, ne, und in die Breite. Und ich habe leider jetzt bis jetzt nichts Gutes von der Angler gehört. Aber MMO 18 Euro, ne, statt 30 Euro, hast du gesehen schon, Max? Ist etwas günstiger dann, ne? Weil reingucken will ich schon, weil da ist halt das Coole, du stehst ja wirklich neben dem anderen, du fährst mit dem raus. Aber halt nur 12 Fischarten, kein Grundangeln. So, mal gucken. Aber bei 18 Euro kannst du es halt auch nicht zurückgeben. Bei 30 Euro kannst du es halt dann zurückgeben, wenn es nichts ist. Aber das Gute ist, du kannst immer noch bewerten und die anderen davor bewahren, es zu holen, wenn es nichts ist. Naja, mal gucken. Also holen wir es mir Mittwoch auf jeden Fall. Wahrscheinlich über MMO. Wer es bei MMO holt, schreibt mich kurz an auf Discord. Kann gerne einen Link geben. Für, könnt ihr den Kanal noch ein bisschen unterstützen. Ein paar Cent davon ab. Und kann davon neue Spiele holen. Könnte ich eigentlich auch mal als Link machen. Hier MMO. Dass man einfach... Link dann postet. Irgendwas kaputt, das hört sich so kaputt an hier. Guck mal, da versucht er mich einzuholen. Da geht er in Russia und Fishing. Ja. Ah, es macht Spaß, echt. Wie gesagt, ich freue mich auch schon über auf Arbeit. Wenn ich dann wieder einen dicken Kopf habe, dann denke ich, boah, gleich schön entspannt angeln. Und zack, ist es wieder 2 Uhr Nacht. Da habe ich neue Audios bekommen. Ich für heute Abend schon ein. Wenn sie sich gut anhören. Hast du heute Nacht auf dem Wattepad geschlafen oder warum bist du heute so umgänglich? Ah.
Bin jeden Tag so nett, ja, aber nur wenn du schläfst, oder? Oder zu deinen Arbeitskollegen. Ja, ihr müsst übrigens Daumen drücken. Hatte ja ein Vorstellungsgespräch und es hat mir richtig gut gefallen. Wenn es klappt, kann ich überall in Deutschland wohnen, weil ich 100% Homeoffice habe. So sagt nein, das schnarch ich, okay. Na siehst du. Dann noch nicht mal da. Oskar, einen wunderschönen guten Tag. Hast du jetzt abonniert? Dann vielen, vielen Dank dafür. Ah doch, jetzt zeigt auch die Zähne an. Was macht der Hausbau? Steht das Haus? Auch gefühlt mit 20 und moin, guck mal da, sehen wir endlich mal auch den Oscar. Ganz schön dunkle Augenringe hat er. Das liegt wahrscheinlich an dem vielen Baustress. Ja, bei uns auch ein neues Spiel hier auf dem Kanal eingestiegen. Russian Fishing 4, weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Wir angeln zur Entspannung mittlerweile. Minimi hat schon viel länger geangelt. Haben wir dadurch herausgefunden oder hat er sich geoutet? Weil das angelt, wussten wir sowieso schon länger, ne, aus den Gesprächen. Ja, Susa und Smokey sind auch eingestiegen. Und Chanella, ja, von ihr hat es mich anstecken lassen. Stimmt, Minimi ist ja gerade essen. Ja, werden immer mehr die Gruppe der ersten Unterstützer und wie auch immer die Gruppe ganz genau heißt. Aber alle, die in den ersten, ne, bis 15, kriegen, glaube ich, die 1 da. Weil sie in der ersten Unterstützergruppe sind. Und Oscar ist neu hinzugekommen unter den Best of 10. Ne, First of 10, so. Gut seid ihr ja alle. Max ist schon im zweiten Monat. Ja, Oskar, ein paar Clips wurden schon erstellt, was heute verpasst hast. Ich weiß nicht, ob du es im Chat siehst, oben Schmetterlingsschutzgebiete als Clip. Ich glaube, im Discord wurde auch ein Link gepostet. Jena? Jena ist Januar, ne?
Ab Februar ist das okay. Falls das jetzt Februar heißt. Na cool. Dann viel Spaß mit meinem Eierteig. Ich schick dir rüber. Ich habe noch jede Menge. Ich glaube, ich hatte 14.000 oder so. Und habe noch nicht einmal Eierteig gehabt, reingeschmissen. Wie gesagt, ich werde nachher auch neues Futter herstellen. Dann kann ich den Knoblauchteig wieder benutzen. Und auch den Erbsenbrei. Was redest du denn heute? Ich verstehe, entweder verstehe ich dich jetzt noch nicht. Genere ist Farfeb, ja. Du, heute bist du mich ganz schön am mobben, ne, würde ich sagen. Jetzt hat sich das Lenkrad hier verdreht. Ist halt blöd, wenn man hier nur in einem... Langsam sind die Schmetterlingsschutzgebiete hier weg. Noch einen kleinen Fleck. So, okay. So, mal hier hinten lang fahren, ob wir dann noch was haben. Der Rest kann ja dann der Lohner machen. Der muss ja auch die Steine einsammeln und Co. Und dann bereite ich mich auf die Mittagspause vor, auf meine. Und dann gehen wir wieder ins Angeln. Wie ihr merkt, wir sind ja schon heiß. Eine Perlkraupen, da bin ich auch, damit habe ich gestern die ganze Zeit geangelt, weil das ist auch im Futter drin. Aber auch Knoblauchteig ist auch gut. Genau, wie gesagt, das habe ich auch ganz schön viel hergestellt, Perlkraupen, zum Leveln. Wie gesagt, und ich glaube, Minimi war gestern auch auf Perlkraupen mit. Man sieht es auch bei den unter Einstellungsstatistiken oder hier Rekorde. Dann kannst du nach Fischen gucken, was die da, womit die geangelt haben. Was natürlich nur heißt, womit die großen Fische rausgeholt wurden. Du weißt ja nicht, womit die Masse rausgeholt wurde. Und darum geht es mir ja gerade, ne? Die Masse rauszuholen. Dann lieber nur 2 Kilo Brassen, aber dafür mit einer hohen Taktzahl. Als einmal eine 6 Kilo und dafür 3 Tage da gestanden haben, ne? So ähnlich sehe ich es jetzt gerade aktuell. Aber ist schon mal ein gutes Indiz, weil damit haben die ja geangelt, ne? Wie gesagt, was ich halt gemerkt habe, wirklich das Hauptfutter ist halt wichtig, dass das dran drin ist, was halt auch im am Haken hängt, ne? Dass du dir damit unlockst. So habe ich es also zumindest aus dem Video gesetzt. Meine Philosophie ist einfach aus dem Video so. Ach guck mal, hier geht noch mal ein bisschen weg, wenn wir so ein bisschen knapper dran vorbeifahren. So. Was da hier geht, wahrscheinlich nur Millimeter hier. Ach. Lange nicht mehr gespielt, muss ich ehrlich sagen. Müssen wir uns einfach mal nehmen. Definitiv, Ifi und Tief. Wie gesagt, wir sind halt wirklich gerade sehr viel am Angeln. Ist denn Angeln was für dich? Das können wir uns auch gerne mal einen schönen Konvoi vornehmen.
Ich habe jetzt nur keinen neuen Update. Ich weiß nicht, was für ein DLCs gerade aktuell neu gekommen sind. Also da habe ich gerade nichts Neues reingeholt. Ist ja für den Konroy eigentlich auch egal. So, hier können wir... Oh ja, gucken, ob wir hier vorne nochmal lang können. Von der anderen Seite, vielleicht bringt's was. Dann müssen wir den Lohner Bescheid sagen. So, da ist er wieder. Da ist er. Der Oscar ist auch da. Ach, kick mal, der lebt auch noch. Ja, hat sogar ein Abo dagelassen. Und fragt nach, ob wir mal unter der Woche einen Konvoi fahren können. Sag ich, ja, grundsätzlich klar. Na, immer ran. Ja. Einfach anmelden und dann geht er los. Genau. Fahren wir Konvoi. Richtig. Das muss nur mit dreifacher Ausführung 5 Tage vorher angemeldet werden. Zweifach reicht auch, wenn es beglaubigt ist. Richtig. Kraftverbund, das muss vom Kraftverbundesamt abgenommen werden. Ja. So, jetzt machen wir hier mal zu. Zu, sagen wir. So, dann. Was? Zu. Sagen wir mal den Lohner hier Bescheid. Der kann Steine ansagen, kann sich hier am Feld komplett auslassen. Es müsste alles weg sein. Wir fahren trotzdem mal vorsichtshalber. Das kriege ich nicht weg. Das ist so. Ja, da kümmere ich mich gleich mal drum. Warte mal, ich guck mal und passe das oben ein bisschen an den Feldrand. Ja, genau. Also das ist das, wo ich jetzt zweimal versucht habe, fast alles, und dann ist es so. Das Gute ist, wir müssen es ja nicht bezahlen. Das ist ja das Gute. Ja. Steht einer. Da macht er. Da macht er weg. Mach weg, die Scheiße. Oh, da gibt es auch so einen Werner-Spruch, oder? War hier, glaube ich, dran. Der Werner-Spruch. Ich weiß nicht, welcher von beiden Werner ist. Das ist der. Ja, ich glaube, das ist er. Mann, bist du blöd. Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die dat. So. Das macht er, ja. Ah, hier hinten war nichts, ja komm. Passt, dann kann hier schön Mais drauf, da kommt gut was bestimmt wieder runter. Dann können wir beim nächsten Mal schon fast wieder Mais ernten, wie ich unseren Lenny kenne. Nämlich unseren kleinen Teufel. Der ist bestimmt wieder am Angeln, oder hat der UVD? Der Urlaub jetzt in 2 Wochen. Ah ja, stimmt, hat er gesagt letztes Mal. Aber da hört er sich aber richtig kaputt an. Da hat er irgendeine Feier, wo er irgendwas gemacht hat oder so. Wo gearbeitet hat oder Kasse oder irgendwas, hat er erzählt. So, dann gucken wir nochmal nach dem Gras. Also hier nach dem frischen Gras. Schreib mal hier hin erstmal. So. Ja, dann kann der. Ne, das ist der. Der holt Futter, der macht Futter. Der ist fertig, das heißt, der kann hier zum Waschplatz, ist genau richtig. Der, okay, der kriegt keinen Strom mehr rein. Das beim nächsten Mal soll er dann schon wieder Futtermischung machen. Mischfutter, Mischration. Ne, doch, Mischration. Na gut, das braucht dann auch kein Mineralfutter mehr, dadurch, dass ich ja hier das Futter umgestellt habe, auch also das Haus umgestellt habe. Ja. Ist schon ganz cool, so, Mischration. Dann Trabi steht und der fährt jetzt mal auch wieder zum Zweier. Das sehen wir dann hier, das war. Die Gülle muss ich noch umleiten. Da haben wir bestimmt auch wieder gut was drin. Gülle. Ja, 200.000. Muss ich den kleinen für nehmen. Ich eigentlich schon. Der steht noch beim Händler oben, glaube ich. Genau. Der Gülefass steht noch beim Händler. Beim Händler ist alt. Ja, alt. Machen wir mal hier den ganz schnell. Gib ihm. Oh, Steffen. So, das war's. Bist du durch? Jo. So, dann kann er sich einfach aufs Feld stellen und dann kann er sagen, mach mal, weil ja, ringsrum ist ja.
Ja, jetzt brauchst du dann nachher nur wieder die anderen vier Felder hier. Ja, genau, das ist dann das nächste dann nur. 7, 38, 39 und die 140. Ja. Steht jetzt mein... Der hier, warum steht er hier? Warum hängt er an dem Schild? Hallo? Irgendwann steht er schon auf dem Feld. Wie viel Stroh hast du jetzt drin, ne? Im Kopf ganz viel, oder? Stroh hab ich. Mich hat der Wunsch. Sollte jetzt eigentlich theoretisch voll sein, oder? Es sind 130.000, passen noch ein, 125.000. Okay. Jetzt weiß ich, aber kann natürlich auch sein, dass der schon rausgeholt hat, ne? Weil der ist ja die ganze Zeit im Kreis gefahren. Und jetzt habe ich mittlerweile den Kuhstall hier voll mit Stroh. Na, kann natürlich sein, dass es dann alles. Gott, mich hat es auch voll. Düdüm. Anderthalb Millionen brauche ich auch für die vier Grundstücke. Aber es ist dann ja auch nicht wenig. Vielleicht holst du immer den Kescher raus mit Leerzeichen. Genau, und dann musst du es am besten nach oben gucken und dann versucht der unten das rauszufischen. Mit dem, ne? Um auf deine Frage bezüglich Kechers zu antworten. Ist halt bei den schwereren ganz sinnvoll. Ja, Oskar, wo bist du denn hier oben im Urlaub? Was mit... Er hat gerade reingeschrieben, dass er im hohen Norden hier oben im Urlaub ist. Ne, er war diese Woche. Ach, er war. Zumindest. Wo warst du denn hier oben? Ja. Für ihn ist ja alles Hoher Norden. Ab Nürnberg, Hoher Norden, ja. Haben wir jetzt noch die Gülle, die füllen wir noch rüber. Hatten wir mit diesem Feldrandcontainer versucht, das klappte ja nicht. Deswegen nehmen wir jetzt wieder schön hier die Kleine. Die Kleine Fass. Zum Milchhof hier, Milchhof ist schon hier, aber Hof und hier, Mist. Ach, hier, Misthaufen, das kann man hin. Und dann steht er da an der Seite, das ist schon mal gut. Rückwärts und bergab, aber läuft. Gras braucht am meisten hierfür, aber das ist ganz gut, aber das habe ich. So, ihr. Das war der LS-Stream für heute.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, aktiviert den Follow. Schaut auch mal gerne bei YouTube vorbei. Und gleich, na gleich ein bisschen mehr. Was haben wir jetzt? Ich denke mal so ab 15 Uhr spätestens sind wir hier wieder beim Angeln eingetaucht. Da habe ich fertig gekocht. Und dann werden wir hier wieder die Fische rausholen, den Eierteig aufschlagen und whatever uns einfällt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.